Bei den ganzen Geldverschwendungen in Deutschland fällt einem eigentlich kaum noch was ein. Euch erstmal einen wunderschönen Vormittag. Ja, Fußball-EM steht vor der Tür. Jetzt wieder Zeit, die Fähnchen zu schwenken mit Julians Jungs. Bin jetzt nicht so der Mega-Fußball-Fan, aber bei der EM oder bei der WM, da guckt man natürlich auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade das erste Auto gesehen, was hier mit Fähnchen vorbeifuhr und ja, alles hier nach Deutschland geschmückt hat. Ja, während die ein oder anderen Fahnen momentan, was die Deutschlandfahnen angeht, nicht rausgehangen werden, weil man da Neutralität haben möchte. Ja, so schwenken dann hoffentlich wenigstens die normalen Bürger die Fahne von Deutschland und halten hoch in der Hoffnung, dass unsere Jungs ja ziemlich weit kommen, am liebsten natürlich auch gewinnen, gerade wenn natürlich einige Spiele hier bei uns in der Gegend stattfinden. Ja, ansonsten viele Nachrichten momentan überall zu lesen, Thema Wehrpflicht. Wie seht ihr das Ganze? Wehrpflicht in Deutschland, ja oder nein? Soll es wieder kommen? So, es hat ja einige Vorschläge gemacht gehabt und ich bin da hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Thema. Wie geht's euch? Gerne mal hier mit in die Kommentare rein. Ansonsten, ja, viele haben sich ja aufgeregt über die Dinge, die ich gepostet hatte mit den Milliardenausgaben bzw. Verschleudern von Klimaschutzprojekten und Millionen und Abermillionen, Milliarden im Endeffekt. Und da kannst du ja wirklich nur noch an den Kopf packen. Ich frage mich, wer diese Sachen prüft bzw. wer diese Sachen einfach so durchsteuert und das Geld der deutschen Steuerzahler einfach so rausballert. Da setze ich gleich auch nochmal ein paar neue Beiträge hier unten drunter. Und wir sind gespannt. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, da kommt noch mehr. Das ist lediglich meiner persönlichen Auffassung und Einschätzung die Spitze des Eisbergs. Also eure Meinung auch hier mal gerne mit in den Stream rein. Ja, ansonsten vielen lieben Dank an Ina Westerfeld für die Unterstützung hier auch auf der Seite. Ina auch eine Helferin der ersten Stunde, die überall aktiv ist. Sie war auch übrigens in Hannover gewesen bei der Familie Ort. Also fand ich toll, dass sich da ganz, ganz viele Menschen auch nach Hannover mit auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, für ihn das Heimspiel, die kommt da aus der Ecke. Aber es waren auch ganz, ganz viele andere da. Ich habe an den Messenger-Kanälen viele Nachrichten von euch gelesen. Und ja, Gelder, die ins Ausland gehen, werden wir in Zukunft wahrscheinlich öfter darüber berichten. Mein Wochenplan ist jetzt ein bisschen verrutscht. Ich hatte eigentlich noch vor, ins Flutgebiet zu fahren, aber der Termin, der ist dann auf nächste Woche verschoben. Und insofern gibt es dann auch Neues aus dem Flutgebiet. Einen Fernsehbeitrag setze ich gleich hier unten nochmal rein von Tobi Schott. Die waren nämlich in den Nachrichten gewesen. Die haben ja Fluthilfe in Bayern geleistet und viele sind ja auch immer noch aktiv unten. Setze ich hier auch gleich unten mit in die Kommentare rein. Könnt ihr euch anschauen. Guter Beitrag. Also Tobi und Bauwerk Rottgau und natürlich auch Amy, seine bessere Hälfte. Daumen hoch für das, was die im Fluggebiet immer so tun und machen. Ja, gilt natürlich auch für alle anderen Helferteams, die Quatsche machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und Team Ballern ist ja auch unten, habe ich gesehen. Also ist auch genial, was die so abreißen. Ja, also ihr Lieben, das mal so die Infos hier bei mir am heutigen Tag. Was treibt euch sonst noch so rum bei den Nachrichten? Ist es momentan die Diskussion über das Thema Ampelregierung oder auch das Schönwaschen, wie man es gestern Abend bei Land sehen konnte. Da wird dann die Politik, die man macht, noch verteidigt, obwohl man so schlecht abgeschnitten hat wie nie, obwohl man ganz, ganz viel Budget und Sponsoren hat und Unterstützer hat und ja aus Geldtöpfen zugreifen kann. Aber die Ampelregierung liegt da wirklich nicht weit vorne im Moment. So, nichtsdestotrotz verteidigen sie ihre Politik und schießt natürlich gegen ganz, ganz viele andere Menschen, die alle sonst keine Ahnung haben. Die linke Keule wird rausgeholt, vor allem aber die rechte Keule wird rausgeholt. Das gleiche schwablige Wäsch wie immer. Tja, also rausballern von Geldern, auch eure Meinung, ihr Lieben. Kommt ihr gut durch den Tag? Ich bin jetzt mal gespannt, was mich gleich erwartet. Ich bin mich verabredet und gucke mir mal ein paar Techniksachen an und bin mal gespannt, was ich heute sehen werde. Also, wir sehen und hören uns, euch einen schönen Tag. Und ja, Wochenende steht vor der Tür. Wetter ist wechselhaft. Bei uns ist eigentlich ganz gut, zumindest relativ warm. 18 Grad ist ja schon mal ein Fortschritt. Also kann die EM losgehen. Ihr Lieben, schönen Tag euch. Tschüss.